Hi Leute, wir sind hier wieder zurück in Moonlight Falls mit Steve und Lemmy natürlich auch, der zu Hause natürlich schon auf uns wartet und hier ein bisschen schläft. Das ist super. Wir müssen uns auch gar nicht mehr mit ihm beschäftigen. Wir haben ihn ja direkt, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, schon bespaßt, dass sein Soziales sehr weit oben ist. Das ist ganz gut. Warte mal, aber wenn das so ist. Dann gehen wir doch mal in den Dip in Club and Pool, oder? Da ist ja scheinbar gerade ein Hotspot, oder das ist scheinbar gerade ein Hotspot. Und da gäbe es, glaube ich, auch was zu essen. Da können wir ja mal hingehen. Müssen wir morgen arbeiten? Nein, sehr gut. Dann würde ich da mal vorschlagen, dass wir da hingehen. Ich hatte jetzt so überlegt, theoretisch hindert uns dieses Moodlet ja daran, wieder reisen zu gehen. Also wir könnten ja hier Immobilienreiseservices reisen. Steve Cardio. Karten erholt sich noch von der letzten Reise. Das liegt an dem Moodlet. Ich könnte das Moodlet aber auch jederzeit entfernen und wir könnten einfach weiterreisen gehen. Das wäre ja genauso möglich. Müssen wir halt mal schauen, wie wir das machen. So, ja. Das ist cool, dass hier tatsächlich auch einige Leute sind. Eka und Waylon. Ein Autogramm gebeten. Okay, ja klar. Kommen wir heute her und machen erstmal ein paar Autogramme. Kein Problem. Und dann können wir hier hochgehen zur Bar. Annie ist hier. Okay. Ich würde mal sagen, wir bestellen uns was zu essen. Wie wäre es denn mal mit gegrilltem Lachs? Das wäre doch cool. Und du möchtest mit einem Vampir kämpfen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das machen wir nicht, Steve. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Oh, da ist ja sogar eine Vampirin. Ah, deswegen hast du den Wunsch, weil Emily gerade hier ist. Okay. Oh, und er will ein Foto bekommen. Ach Gott, wie die alle immer irgendwas wollen. Ah, wir sind doch nur hier, um hier was zu trinken, was zu essen und so weiter und den Abend zu genießen, Leute. Lass uns doch mal hier ein bisschen genießen. So, aber jetzt gibt's erstmal Essen. Dann können wir noch was trinken. Ja, ich hatte tatsächlich, also ich finde dieses Grundstück echt ganz cool und ich hatte das halt gebaut und aufgenommen und dann hatte ich aus Dummheit die Aufnahmen gelöscht. Weil an sich finde ich das Grundstück echt ganz cool. Das ist halt hier ein Club mit Barbereich. Und dann ist hier unten halt noch diese Bühne. Und wenn da hier wirklich eine Show ist, dann ist das richtig cool hier, weil dann kann man hier unten sitzen, dann kann man auch hier oben sitzen und zuschauen. Und dann hätten wir hier Toiletten. Und auf der anderen Seite. Und sie tanzt. Auf der anderen Seite hat man hier halt einen schönen großen Pool. Dann hat man natürlich auch noch draußen Pools. Und eigentlich ist das ein richtig cooles Grundstück, aber geht da viel zu selten hin, weil ich finde, hier muss halt irgendwie auch was abgehen, damit das ein wirklich cooles Grundstück ist. Und dann lassen wir danach noch das Kind das Foto machen. Wenn schon, denn schon. Kennst du denn Serena schon? Oder Serena? Keine Ahnung. Anna Love kennen wir. Kennen wir sie? Ich glaube nicht, oder? Dann können wir sie doch mal irgendwie. Oh nee, sie geht wieder raus. Naja, dann nicht. Und möchte das Kind hierher kommen? Ja, sehr schön. Ich denke mal, mit der Zeit sollten sich dann auch die Jahreszeiten zwischen Familie Reuss und Moonlight Let's Play wieder etwas entfernen. Die haben sich ja doch sehr angenähert jetzt. Dadurch, dass wir beides sehr, sehr wenig gespielt haben. Ich überlege gerade, was wir hier machen. Es gibt so viele. Warum gibt es denn hier so viele? Hier Konfettiwerfer. Warum gibt es denn da so viele Cocktails? Das irritiert mich ein wenig. Was wir noch machen könnten. Ich hatte mal geguckt. Wir haben ja noch. Ich glaube, wir haben nur noch eine, oder? Aisha hieß sie. Ich glaube, wir Rüber, sind jetzt auf nur die noch Boote. mit Aisha in romantischem Interesse. Und ansonsten haben wir das mit jeder. Hier beendet. Oh, und Wu. Warte mal, hä? Mit Wu auch? Oh, das haben wir also. Okay. Dann muss ich das mit Wu irgendwie nochmal hinbekommen. Sie ist ja scheinbar immer noch romantisches Interesse. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allem, dass halt auch wieder die Leiste so weit oben ist, ne? Weil wir haben ja uns irgendwie dann schlecht mit ihr verstanden und dann. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Müssen wir echt mal schauen, wie wir das mit Wu nochmal hinkriegen. Wir reisen ja eh wieder zurück nach Shang-Simla. Dann kriegen wir das mit Wu hoffentlich nochmal hin. Und dann fehlt sonst eigentlich nur noch Aisha. Und das kriegen wir ja wohl hin.
Ja, es waren hier so viele Leute, ne? Aber es ist trotzdem nichts los gewesen. Ich denke mal, wenn hier mal irgendwie ein Auftritt ist, dann gehen wir hier mal wieder hin, weil das möchte ich euch eigentlich zeigen, wie cool das dann hier aussieht. Und ich hoffe, dass dann auch viele Leute hier sind. Ansonsten sorge ich dafür, dass die Leute. Ach so, die sind jetzt alle schon. Okay. Die sind jetzt alle schon gegangen, weil geschlossen ist. Das macht natürlich Sinn. Daran habe ich nicht gedacht. Dann würde ich mal sagen, kannst du nach Hause kommen, auf Toilette gehen und schlafen, mein guter Steve. Und meine Idee war jetzt, dass wir einfach noch die heutige Folge hier in Moonlight Falls verbringen und dann nächstes Mal wieder zurückkehren nach Shangri-La. Ich denke mal, das ist ganz in Ordnung, dass wir halt eine Folge mal noch hier verbringen. Das wird ja wohl nicht allzu schlimm sein. Vor allem, wir müssen ja eh nicht arbeiten. Vielleicht können wir noch mal unseren Sohn besuchen und noch mal Indira besuchen. Ich habe halt auch schon überlegt. Also ich denke mal, jetzt aktuell wird es nicht mehr passieren. Aber wenn wir dann danach, also nachdem wir andere Hausleute besucht haben, wenn wir danach dann wieder zu Steve kommen, dann werde ich aus Dominik wahrscheinlich ein Kleinkind machen. Oder vielleicht auch schon vorher. Auf jeden Fall, dass er dann bald auch ein Kleinkind wird. Denn Baby ist er ja, glaube ich, schon lang genug. Ich glaube, der ist jetzt schon sehr lange ein Baby. Wir haben ja hier die Alterung ausgestellt. Und dann würde ein Kleinkind werden. Und ich habe halt auch überlegt, wann wir denn Indira und Steve und Dominik zusammenziehen lassen. Weil einerseits habt ihr ja gesagt, so es wäre ganz süß, wenn Dominik dann so als Kind hier auch ein paar Mal übernachten würde. Aber erstens haben wir halt auch gar nicht wirklich den Platz für. Und zweitens würde das noch sehr lange dauern. Also vielleicht lassen wir dann lieber sogar schon, wenn er ein Kleinkind ist, die beiden zusammenziehen. Weil eigentlich macht das ja nicht mehr so viel Sinn, dann zusammenzuziehen, wenn er eh schon ein Schulkind ist und. Hä? Ich hab dir gesagt, du sollst da dran kauen. Ich weiß nicht, warum die Hunde in letzter Zeit nicht mehr das machen, was sie machen sollen, sobald sie ausgeschlafen sind. Lemmy ist da. Nicht Lemmy, Toffee ist da ja genauso schlimm. Ich weiß nicht, warum die. Also, die wachen auf und dann, egal was man denen vorher aufgetragen hat, die machen das nicht mehr. Das verstehe ich nicht. Ja, also, weil eigentlich macht das ja mehr Sinn, zusammenzuziehen, wenn das Kind noch ein bisschen kleiner ist, dass man sich ja gemeinsam drum kümmern kann. Deswegen weiß ich nicht, ob wir die nicht sogar schon zusammenziehen lassen, wenn Dominik ein Kleinkind ist. Jetzt nicht sofort, aber halt noch so währenddessen. Ich muss ja auch noch das Haus bauen. Ich habe schon mal ein bisschen drüber nachgedacht, wie das vielleicht aussehen könnte. Das wäre ganz cool. Das muss ich noch bauen irgendwann. Vielleicht kann ich das ja auch mal in einem Livestream bauen. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Und ja. Aber das war jetzt so meine Idee. Oder ihr sagt so, nee, das ist schon okay, wenn wir das erst als Grundschulkind machen. Aber ich würde sagen, eigentlich tatsächlich schon als Kleinkind. Dann würden die zusammenziehen und dann würden wir für Steve nochmal irgendwie eine feste Beziehung finden, irgendjemandem. Und für Indira dann wahrscheinlich auch. Also, dass die beide irgendwie nochmal irgendeinen Partner haben, mit dem sie irgendwie für kurze Zeit zusammen sind, aber halt nicht wirklich langfristig. Wer wäre da? Ich überlege gerade, wer irgendwie geeignet wäre für Steve. Eigentlich hat Steve da ja gar nicht wirklich so einen präferierten Typ. Steve mag alle Frauen, die ihn mögen, quasi. Und wir haben halt vor allem, wie halt einfach massig Leute aus anderen Ländern hier immer zu Besuch sind. Vielleicht Linda. Linda Rogers. Die finde ich cool. Das wäre doch eine Idee. Ich finde Linda einfach ganz cool. So prinzipiell. So, dann kannst du da draus futtern. Jetzt haben wir ja vor allem den Futternapf, den wir nie wieder auffüllen müssen. Das ist perfekt. Ja, das wäre so ein bisschen meine Idee, dass wir vielleicht, also wenn wir das nächste Mal ihn zum Kleinkind altern lassen, wenn wir das nächste Mal bei Steve sind, da noch nicht, dass wir da dann noch mal ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Und dann danach vielleicht, also beim übernächsten Mal mit Steve. Weil so mein Plan. Ich weiß, ich plane immer sehr viel, was das jetzt bei angeht, aber davon finde ich eigentlich, wird es auch erst ein bisschen spannender, da sowas zu planen. Und gerade bei Steve ist das halt meiner Meinung nach ganz spannend. Das wird schon noch ein bisschen Zeit lassen, aber dass die beiden dann irgendwie drüber nachdenken, zusammenzuziehen für den Kleinen und das dann auch passiert. Weil wir müssen uns ja nicht so beeilen damit, dass die Kinder älter werden.
Rick will irgendwie irgendwas mit einer Nachricht. Okay. Lass mal lesen, was Rick so will. Und dann kannst du irgendwie noch was essen. Eine Party. Okay. Wo ist denn die Party von Rick? Rick. Da wird. Vor allem so früh am Morgen. Junge, hast du sonst nichts zu tun? 8 Uhr morgens eine Party. Ist ja klar. Da sind die Haverings. Oh Gott, mit dem Kleinen, der immer noch dieses Panda-Kostüm anhat. Ah, da sind die Durwoods. Okay. Ja, mal gucken, ob wir da hingehen wollen. Eigentlich wollte ich ja jetzt zu Indira und zu Dominik. Mal schauen, mal schauen. Na, wie er sich vor allem über den Napf freut. Aber der wird ja immer die gleiche großartige Mahlzeit drin haben. Das ist bestimmt auch so. Oh, wir haben einen Edelstein gefunden. Das ist bestimmt auch so ein magischer Napf, wo immer gerade das drin ist, was sich Lemmy am meisten wünscht an Futter. Und dann wird er immer glücklich sein, wenn er das isst. So, dann kannst du das aufräumen, dann kannst du hier sauber machen. Ich muss allerdings sagen, dass sich dieses Grundstück nicht wirklich für den Winter eignet. Allein hier dieser Wintergarten, der halt eigentlich super kalt sein muss aktuell. Das ist halt wirklich eher ein sommerliches Haus. Aber ich find's cool. Aber ich freue mich tatsächlich auch für Steve dann ein neues Haus zu haben. Ja, das haben wir schon echt lange und das ist ja noch nicht mal eins, was ich komplett selbst gebaut habe. Das ist ja so ein Haus, das ursprünglich in Starlight Shores stand und das ganz cool aussah. Also das von außen ganz cool aussieht. Ich finde ja auch, dass von außen ganz okay aussieht. Aber das halt von innen ziemlich langweilig war und deswegen habe ich es dann halt umgestaltet und dann sieht das so aus. Aber, ne? Da hätte man ja ruhig auch, weiß ich nicht, was Schöneres haben können. So, ich möchte einmal kurz. Steve, du kannst mal kurz duschen gehen. Ich würde gerne mit Lemmy den Stein finden. Ja, such mal. Wo sind denn hier Steine? Nirgendwo. Ernsthaft? Da hinten ist ein Edelstein, aber wir suchen doch Steine. Wirklich? Hier sind nirgendwo Steine? Oder. Oder zeigt das auch Steinsteine an? Geh da mal hin und buddel das mal aus. Ich weiß, es ist ein bisschen weiter weg, aber schaffst du schon. Ja, dann schauen wir doch mal, ob Indira überhaupt zu Hause ist. Wo wohnen die nochmal? Wohnen die hier? Wenn ja, dann ist sie nicht da. Ah, Indira ist gerade nicht da. Oh, können wir. Das Ding ist, wir könnten wahrscheinlich Indiras. Wir können sie ja mal nach Hause ein. Warte mal. Können wir wie den Haushalt nach Hause einladen? Ja, nein. Steve, ich habe gesagt, du sollst das nicht machen. Danke. Haushalt nach Hause einladen. Ja, wir können den Kleinen leider nicht mit einladen. Dann laden wir sie nach irgendwo ein, und zwar in die Nähe von ihrem Zuhause, und gehen dann mit ihr einfach nach Hause. So in der Richtung. Gehen wir da einfach mal mit ihr dahin. Und dann sollte eigentlich der Kleine auch da sein. Den wird sie ja nicht. Okay. Dann gehen wir alleine zum Winterfest. Ich möchte jetzt schon noch ein bisschen was unternehmen mit Steve, bevor wir losgehen. Wir werden dann auf jeden Fall später noch losgehen. Oh, es sind ja eh nur noch 14 Stunden. Dann ist das ja eh nicht mehr viel. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt. Ja, ich weiß, dass dir was dazwischen gekommen ist, Indira. Du hast ja gesagt, dass du nicht willst. Ja, dann werden wir einfach nach der Folge dann dahin reisen. Oh, du möchtest einen Schneeengel machen. Das können wir gerne machen. Sind die denn eigentlich Leute? Weil es sah so aus, als wären die tatsächlich sogar ein paar Leute. Oh, da ist ja jemand. Da ist die kleine Sophie. Oh, dann machen wir einen Schneeengel. Kleine Sophie Rogers. Ist da irgendwie noch jemand? Indira muss bald gehen. Hä? Indira ist doch gar nicht da. Sag mal, bist du doof? Indira?
Keine Ahnung, was das hier soll. Wer ist da so? Beatrice, okay. Niemand wirklich, den wir interessieren. Ja, Gott, Indira. Weißt du, sie sagt so, ich habe keine Lust. Oh, mir ist was dazwischen gekommen. Ich kann nicht vorbeikommen. Und ich muss jetzt auch übrigens auch gehen. Hä? Macht so null Sinn überhaupt. So. Ist denn wenigstens jetzt der Kleine da? Ah nee, die wohnen ja gar nicht da. Warte mal, wo wohnen die nochmal? Hier, ne? Hier. Naja. Wer ist denn jetzt eigentlich da noch drauf? Ach ja, der ist ja drauf. Das ist so albern. Können wir sie nicht doch noch einladen? Ich glaube, sie muss arbeiten jetzt, ne? Das ist, glaube ich, das Problem. Aber ich würde doch gern zu unserem Sohn nach Hause. Was können wir denn da in der Zwischenzeit machen, Steve? Du brauchst noch ein bisschen Athletik und Geschicklichkeit. Wenn wir Athletik brauchen, dann können wir eigentlich auch zum Fitness-Dingens gehen. Ein bisschen was kannst du ja schon halt auch machen, ne? So, dann kannst du wieder nach Hause gehen, nachdem du das ausgebuddelt hast. Ist ja auch ein weiter Weg. Und dann kannst du hier nochmal was kauen. So, dann sollte es dir wieder gut gehen. Und dann werden wir mit Steve wenigstens mal Athletik auf Athletik maximieren. Das ist ja doch schon mal auch was wert. Wenn Indira nicht will und arbeiten muss und so ein Krams. Allison ist hier und Alice ist hier. Ah, Alice, unsere Ex-Freundin, oder? Ist das unsere Ex-Freundin gewesen? Weil. Ich weiß gerade gar nicht. Mal eben kurz gucken. Haben wir uns mit ihr gestritten dann quasi? Gott, wie viele Leute wir kennen. Wir kennen die gesamte Stadt. Das ist ja echt anstrengend. Ist sie ganz hinten oder wie? Haben wir uns so mit ihr? Okay, warte mal. Ich muss mit ihr reden. Ich muss das einmal sehen. Charmant begrüßen. Ich dachte, wir hätten mit Alice was gehabt. Aber ich sehe sie nirgendwo hier. Die kennen sich gar nicht? Bin ich gerade doof? Hatten die nicht was zusammen? Ich bin sehr irritiert. Sagt mir mal, ob die was hatten oder doch nicht. Okay. Für mich sehr irritierend gerade. Wir können. Wow, beste Freundin, alles klar. Genau, wir sind jetzt. Was? Beleidigung anhören? Okay. Warum ist sie denn jetzt sauer auf uns? Können wir irgendwie mit ihr streiten? Ich hab halt. Haben wir uns dann so von ihr getrennt, dass wir sie quasi nicht mehr kennen, oder was? Keine Ahnung. Das ist sehr eigenartig. Wirklich sehr eigenartig. Ich streite es einfach mit ihr. Erstens mal, weil ich es auch ein bisschen dämlich finde, dass wir jetzt die besten Freundinnen sind. Oder die besten Freunde. So. Eigentlich ist es überhaupt nicht Steve, mit irgendwem zu streiten. Vor allem nicht mit Frauen. Steve ist doch eigentlich der zuvorkommendste Gentleman, den es gibt. So zuvorkommt, dass er all seine Liebe mit den Damen teilen möchte. Aber ich weiß, jetzt sind wir wenigstens nur noch Freunde. Das ist ja okay. So, du kannst dich mal bitte selbst anspornen. Oder wir machen sogar den schnellen Sprint. Komm, wir probieren mal den schnellen Sprint aus. Oh ja, guck mal, wie das steigt. So ein kleines bisschen jedenfalls. Also dafür, dass es Stufe 9 ist, steigt das ziemlich schnell, muss man sagen. Aber hier, das Fitnesscenter ist scheinbar richtig beliebt in Moonlight Falls, oder? Ich glaube, hier ist immer was los. Und guck mal, wie viele Leute hier heute sind. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Richtig viele. Selbst da sind noch welche. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. So, Steve, wir wollen Stufe 10 sehen.
Stufe 10, Stufe 10. Komm, bald schaffen wir das. Das möchte ich dann gerne heute noch erreichen. Und dann ist Nachmittag, dann könnten wir eigentlich nochmal kurz duschen gehen und dann ab nach, wieder zurück nach Shang Simla reisen. Yay, Stufe 10 erreicht. Und genau jetzt abschließend damit, dass er keine Energie mehr hat. Wie perfekt ist das denn bitte? So, dann einmal nochmal ins Badezimmer. Und danach hast du dir auf jeden Fall verdient, nach Shang Simla zu reisen. Jetzt sind es noch 10 Stunden, aber ach komm, das wäre morgens. Das brauchen wir nur wirklich nicht. Didi Win. Denken wir reisen einfach am Samstag. Da muss man Testing Cheats Enabled True eingeben. Und dann einfach mit Rechtsklick auf das Moodlet. Oder? Ne, mit Steuerung. Steuerung und Klick. Dann ist es weg, wie ihr seht. Und dann können wir halt einfach wieder reisen gehen. Ist zwar ein bisschen cheaten, aber ne? Also, wir sind halt einfach ein bisschen ungeduldig. Und außerdem, als ob Steve so lange warten würde, bis er wieder verreist. Steve muss sich von keinem Abenteuer holen. Steve ist das Abenteuer. Ja. Ja, willst du mal bitte rausgehen? Ich muss hier duschen, Junge. Geh. Danke. Kannst du woanders pinkeln. Na, ist halt ein bisschen doof gemacht mit den Duschen hier, um ganz ehrlich zu sein. Und Allison geht da auch gerade. Also, ich glaube, wir hätten bestimmt die Möglichkeit, die eine oder andere Person hier zu daten und da irgendwie noch zu finden für uns. Oh, Daydream hätte auch keinen Partner. Wir können ja Daydream daten. Ha. Das wäre auch lustig. Ja, okay. Ich glaube, das mit dem Hunger ist nicht so wichtig, oder? Ja, ich hoffe, dass du da jetzt nicht reingehst, Jules. Da duscht doch jemand. Warum? Ach, die wollen wahrscheinlich alle nur Bilder mit ihm. Nein, danke. Ohne Stalker wäre netter. Wir brauchen keine Stalker. Danke. So, jetzt kannst du reingehen, Jules. Ja, ist okay. Wie er reinrennt, ey. Oh nein, jetzt hat er sich eingepinkelt. Weil wir ihm im Weg standen und weil wir vorher geduscht haben. Wie gut ist das denn bitte? Ist das toll. Oh, Bernadette ist hier. Oh, warte mal, wenn Bernadette hier ist, dann müssen wir sie nochmal kurz begrüßen. Ich will Bernadette begrüßen. Kompliment über ihre Klugheit machen. Ich weiß, ich lasse mich so ablenken gerade, aber Bernadette. Ich mag Bernadette total. So. Na, ist sie toll. Na, ist das toll, Bernadette zu sehen. Gut, jetzt verreisen wir aber, Leute. Ich werde hier reisen, werde da wieder nach Shang Simla gehen. Das werde ich jetzt aber zur nächsten Folge, glaube ich, erstmal machen, weil dann sparen wir uns den Ladescreen und so weiter. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in Shang Simla wieder und werden endlich die Aufgabe beenden. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich würde am liebsten auch Bernadette mitnehmen. Die ist auch cool. Ich mag auch ihre Frisur. Das ist echt eine schicke Frisur. Okay, Leute, wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Ciao!